Hallo ihr Lieben, ein ganz kurzes Verabschiedungsvideo heute. Und zwar will ich mich für ungefähr ja, 2-3 Wochen erstmal zurückziehen. Es sind ja jetzt Weihnachtsferien, Feiertage. Ich werde mich auf meine Familie konzentrieren. Meine Oma aus Tunesien ist da. Eventuell werde ich mit ihr ein Video drehen. Ja, mal gucken, vielleicht tue ich doch nochmal ein Video drehen. Ja, ich wünsche euch schöne Feiertage. Ihr werdet von mir die nächsten paar Tage erstmal nichts mehr hören. Ich werde die Kamera liegen lassen. Eventuell werde ich nur ein Video mit meiner geliebten Oma drehen und sie euch mal vorstellen, ein bisschen was aus Tunesien erzählen. Ich wünsche euch wundervolle Feiertage, ein besinnliches Fest. Wir feiern ja nicht, aber diejenigen, die feiern, denen wünsche ich alles Liebe. Konzentriert euch auf eure Liebsten. Ja, vergisst erstmal Ernährung, Sport und so weiter. Seid locker. Nicht ganz so verkrampft in euren Tun. Schenkt Zeit für eure Kinder. Ja? Sie wollen keine teuren Geschenke. Die Kinder wollen Zeit mit Mama und Papa. Ich weiß, Mamas haben meistens Stress, stehen in der Küche, wollen einen schönen Weihnachtsbraten und bla 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 bla. Lass dir helfen und versuche so viel, wie du nur kannst, mit den Kindern zusammen zu sein. Wir Mütter tun ja immer denken, dass Gott die paar Minuten, die ich mit ihm spiele, aber es tut dem Kind so gut im Alltag, wenn du ab und zu mal den Kochlöffel zur Seite legst, dich nach unten begibst und das Kind einfach nur umarmst. Das ist eine wundervolle Geste, gibt deinem Kind sehr viel Energie, sehr viel Kraft, sehr viel Liebe und Selbstbewusstsein. Ja, wenn das Kind weiß, die Mama liebt mich, geh nicht davon aus, dass das Kind weiß, dass du ihn liebst. Sag es ihm jeden Tag, Schätzchen, ich liebe dich, Mäuschen, du bist so süß. Umarme dein Kind, küsse dein Kind. Wenn du es spielst, setz dich einfach dazu, schau es an. Ja, versuche einfach so viel wie möglich an Zeit diesem Kind zu schenken und weniger Geschenke. Ja, die ganzen Geschenke, glaub mir, das Kind freut sich die ersten paar Minuten, wird ein paar Mal damit spielen, aber es ist es nichts wert im Gegensatz zu der Liebe und zu der Zeit, die du deinem Kind schenkst. Ja, vergiss alles andere und schenk deinem Kind mehr Zeit. Lass die Wäsche erstmal liegen, setz dich mit deinem Kind hin, lies ihm ein Buch vor. In dein Schoß das Kind, nimm das Buch und diese Nähe, genieß dein Kind. Okay, egal wie viele Kinder du hast, nimm sie alle zu dir aufs Bett oder auf den Boden und die werden alle durcheinander reden, aber hör ihnen zu, schau sie an, hör ihnen zu. Okay, das ist das schönste Geschenk, was du deinen Kindern und deiner Familie machen kannst. Ich wünsche dir einen guten Rutsch ins neue Jahr. Es sind viele Videos für nächstes Jahr geplant, auch viele neue Sachen von meiner Seite. Ich hoffe, ihr werdet euch freuen und ja, mir macht das riesigen Spaß. Ich freue mich auf das nächste Jahr. Ihr freut euch auch. Es kommen sehr viele Tipps, Tricks für Thema Abnehmen, Familie, Rezepte, viele neue gute Sachen. Und ich hoffe, wir kommen alle gesund und glücklich ins neue Jahr. Alles Liebe!